Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Online-Sales-Podcast. Nice, dass du wieder mit dabei bist, entweder im Podcast oder bei YouTube im Video. Ich freue mich mega. Hier im Online-Sales-Podcast erfährst du alles, was du wissen musst, um dir ein freies, zeitlich flexibles, ortsunabhängiges Leben aufzubauen als Online-Sales-Beraterin. Und in der heutigen Episode sprechen wir so ein bisschen über das Thema, was ich sehr, sehr oft auf Instagram als Frage bekomme, völlig zu Recht. Und was grundsätzlich aber auch wichtig ist, dass du dich damit selber mal auseinandersetzt, nämlich das Thema Selbstständigkeit versus Online-Sales-Beratung. Und in der Selbstständigkeit meine ich ganz speziell die Selbstständigkeit mit einer eigenen Idee. Das heißt, sollte ich mir ein eigenes Business aufbauen vielleicht, sollte ich meine Idee verwirklichen, mein Hobby zum Beruf machen und so weiter, oder sollte ich zum Beispiel mit der Online-Sales-Beratung starten? Und da schließt sich so eine kleine Frage an, die ich persönlich ab und zu mal bekomme. Und das ist die Frage, hey, Moment mal, du warst ja Online-Sales-Berater, warum bist du denn nicht dabei geblieben? Weil wenn du doch sagst, in der Selbstständigkeit, da muss man viel zu viel tun und das ist alles viel zu kompliziert und da muss man den ganzen Tag arbeiten und da wolltest du eigentlich raus und da hast dann Online-Sales-Beratung gemacht, weil du dann nur noch 4-5 Stunden am Tag arbeiten musstest, gutes Geld verdient hast, unabhängig warst, am Wochenende frei hattest und so weiter. Warum bist du denn nicht dabei geblieben, sondern hast dich trotzdem wieder selbstständig gemacht, weil jetzt zum Beispiel hast du die Online-Sales-Academy gegründet und so weiter. Und darüber sprechen wir heute mal, denn das hat ganz, ganz viel damit zu tun, vielleicht auch was in dir schlummert und was du vielleicht so vorhast, weil vielleicht bist du ja jemand, der sagt, hey, ein eigenes Business hätte ich schon irgendwie gern. Schon ist vielleicht auch ein Traum vorhanden, eine eigene Idee mal zu verwirklichen, vielleicht mal irgendwas wirklich groß zu machen und vor allen Dingen wirklich mal vielleicht sogar ein ganz, also ein richtiges, solides Unternehmen aufzubauen. Und wenn das vielleicht dein kleiner Traum ist oder dein Ziel, dann solltest du ganz besonders zuhören, denn dann macht das Thema Online-Sales-Beratung doppelt Sinn, auch wenn das erstmal unlogisch klingt. Aber darüber sprechen wir jetzt. Also, grundsätzlich ist es erstmal so, wenn du hier schon die eine oder andere Folge vielleicht mal gehört hast, dann hast du auch dieses Content-Piece schon öfter mal gehört, das heißt diesen Inhalt. Im Grunde ist es ja so, die Online-Sales-Beratung ist ja eine Tätigkeit, mit der du dich an ein bestehendes Business anheftest. Das heißt, du profitierst eigentlich davon, dass es schon ein bestehendes Business gibt, ein bestehendes Geschäftsmodell, dass irgendjemand ein Unternehmen gegründet hat, einen Coach, eine Coachin, Dienstleister, eine Agentur und so weiter. Und dieses Business existiert und was du mit der Online-Sales-Beratung ja machst, ist, du führst authentische Beratungs- und Verkaufsgespräche für dieses Business. Das heißt, ein Coach, eine Agentur, eine Dienstleistung, die hat ja Kundenanfragen im besten Fall. Das heißt, die kümmern sich darum, dass da Anfragen kommen, dass Menschen da interessiert dran sind. Und dann müssen die ja irgendwie mit einer Person sprechen, um dann letztendlich eine gute Beratung zu erhalten und dann zu sagen, hey, okay, ich buche das jetzt. Und gerade im mittel- oder hochpreisigen Segment, also so 2.000, 3.000 Euro aufwärts, da möchte man ja natürlich mit einer persönlichen, mit einer echten Person irgendwie mal sprechen und mal sie Fragen stellen und individuell beraten werden und so weiter. Und das machst du ja als Online-Sales-Beraterin. Und insofern ist das der smarteste Weg zum Start oft, weil du dich eben an ein bestehendes Business nur ranheften musst mit einem Skill, also mit einer Fähigkeit, die du lernen kannst, ohne viel Vorerfahrung. Und deswegen macht das so viel Sinn, diesen Schritt zu gehen. Und den bin ich ja auch selber gegangen und ganz, ganz viele Menschen gehen den jetzt. Und jetzt ist natürlich trotzdem die Frage, hey, Moment, aber warum bleibt man nicht dabei? Also warum bist du zum Beispiel nicht dabei geblieben oder vielleicht warum bleiben andere auch nicht dabei, wenn das doch eigentlich die eigenen Ziele so toll erfüllt? Und dazu ist es wichtig, dass du einmal dich damit auseinandersetzt, was möchtest du eigentlich langfristig vom Leben? Jetzt ist es ja so, dass wir erstmal sagen können, hey, ich will vielleicht zeitlich flexibel sein, ich möchte gutes Geld verdienen und ich möchte ortsunabhängig leben und arbeiten. Und wenn das Endziel ist, also wenn du sagst, ey, wenn ich das habe, dann bin ich bis zum Rest meiner Tage happy. Dann kann es sein, dass du in der Online-Sales-Beratung deinen Weg findest und dass du da auch bei bleibst. Aber es kann ja sein, und bei mir zum Beispiel persönlich war es so, und vielleicht ist es bei dir auch so, dass du eigentlich denkst, ich will eigentlich schon ein eigenes Business aufbauen. Das heißt, vielleicht hast du spürst du was Unternehmerisches in dir? Vielleicht spürst du, dass du auch mal irgendwie ein Online-Business gründen möchtest, dass du vielleicht ein bestimmtes Coaching-Thema rausbringen möchtest, dass du vielleicht eine Dienstleistung rausbringen möchtest. Und wenn es ist, dass du sagst, du möchtest irgendwann, keine Ahnung, Brotdosen verkaufen und einen Online-Shop aufbauen. Also, dass du irgendwas in dir spürst, wo du sagst, du willst auch gerne mal was Eigenes. Und das ist ja das, was viele Menschen haben und dann feststellen, wenn sie damit anfangen, dass sie eigentlich völlig überfordert sind, den ganzen Tag arbeiten, 50, 60 neue Dinge lernen müssen und dann nicht so richtig was vorangeht. Das heißt, man ist von zeitlich, örtlich und finanziell frei und flexibel sehr weit entfernt. Wenn man da sehr weit von entfernt ist, dann merkt man natürlich, hey,
ich habe das doch irgendwie angefangen, ich wollte mich doch selbstständig machen und ich will doch mein eigenes Ding machen, damit ich frei bin. Das funktioniert aber nicht, weil ich total überarbeitet bin und alles irgendwie tausend Sachen lernen muss und so weiter. Und jetzt kommt der relevante Punkt. Wenn du jemand bist, und ich war schon immer so jemand, der sagt, hey, ich möchte was Eigenes aufbauen, ich möchte irgendwas Großes aufbauen, was mehr Impact, also mehr Bedeutsamkeit hat, als nur irgendwie mein eigenes Ding für mich so, dann ist Online-Sales-Beratung zum Beispiel der smarteste Weg, um das erste Etappenziel zu erreichen. Und so war es bei mir zum Beispiel auch. Das heißt, im Grunde ist es ja so, du musst dir mal vorstellen, wie entstehen viele Coaching-Businesses. Viele Coaching-Businesses entstehen aus einer eigenen Expertise. Ich gebe dir ein Beispiel, um es ganz plakativ und einfach zu machen. Du bist stark übergewichtig, probierst 1000 mögliche Diäten aus, läuft alles irgendwie nicht so richtig und dann entdeckst du irgendwann für dich so einen Weg, der richtig geil funktioniert. Und du stellst auf einmal fest, wenn du reflektierst, du bist auf einmal mega sportlich, mega gesund, alles ist irgendwie super. Das heißt, du hast eine sogenannte Transformation durchgemacht. Du warst also an Punkt A, du hattest ein Problem, starkes Übergewicht, was dich gestört hat, nicht fit, nicht gesund und so weiter, Blutwerte nicht, bla 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 bla. Dann hast du gesagt, ey, du brauchst jetzt eine Transformation zu B. B war zum Beispiel, so stelle ich mir vor, so viel möchte ich wiegen, so möchte ich aussehen, so gesund möchte ich mich fühlen, so gesund sollen meine Blutwerte sein und so weiter. Und das ist eine Transformation von A zu B. Und wenn du die jetzt irgendwie schaffst und merkst, hey, ich habe da meinen eigenen Weg gefunden, das heißt vielleicht ein bisschen von der Diät A, ein bisschen von der Ernährungsweise B, ein bisschen vom Nahrungsergänzungsmittel C, ein bisschen vom Mindset D. Das heißt, du hast dir so ein bisschen so deinen perfekten Weg zusammengemixt und gesagt, ey, das hat für mich geil funktioniert. Und dann merkst du irgendwann, hey, wenn du bei B bist, ey, du fühlst dich fit, gesund, du hast dein Ziel erreicht. Und denkst dann irgendwann, ey, dann merkt man oft so eine Power, nicht alle, aber viele Menschen merken dann so eine Power, ey, das ist so geil, dass ich das geschafft habe. Ich weiß, wie sich das anfühlt, an Problem A zu stehen. Ich habe jetzt ein brennendes Verlangen, Menschen dabei zu unterstützen, auch diese Transformation durchzumachen. Das ist oft die Geburtsstunde von Coaching-Themen. Und das ist phänomenal. Und es ist geil, dass es so ist. Ich liebe das. Es können gar nicht genug neue Coaching-Businesses entstehen. Manchmal, wenn man sich in dieser Coaching-Bubble aufhält, dann hat man so ein bisschen das Gefühl natürlich, ey, jeden Tag kommen 50 neue Coaches und es gibt schon so viele. Und viele sind auch demotiviert davon, ne? Trauen sich nicht, ihr eigenes Thema auf die Straße zu bringen, weil sie denken, macht ja jeder und so weiter. Aber das ist Bullshit, weil dich gibt es nur ein einziges Mal auf diesem Planeten. Und wenn du das machst, dann wirst du mit deiner persönlichen Art, mit deiner Methode, mit dem, wie du bist, Menschen anziehen, die sich mit dir identifizieren können. Und das kann dir keiner nachmachen. Das heißt, auch wenn es 10 Coaches, es gibt ja auch einen Grund, warum es tausende Diät- und Fitnesscoaches gibt und die meisten davon wirklich gut leben können, weil, also wenn sie es richtig machen, da gehört natürlich noch der ganze Business-Part dazu, den klammere ich jetzt aus, aber wenn sie verstehen, dass sie einzigartig sind und dass jede Person einfach einen gewissen Menschenschlag anzieht, dann wissen sie, dass das funktioniert, auch wenn das Thema schon tausendmal gemacht wird. Das ist übrigens auch so ein Business-Mindset, ne? Also im Moment, wenn du merkst zum Beispiel, du würdest gerne ein Thema irgendwie rausbringen und merkst, das machen schon ganz viele, dann ist das ein gutes Zeichen. Weil wenn es viele machen, heißt das, es gibt Nachfrage dafür, ne? Viele denken dann, oh, es ist schlecht, weil es schon viele machen. Bullshit, andersrum. Also, das ist oft die Geburtsstunde, dass jemand eine eigene Transformation durchmacht und sagt, hey, jetzt will ich auch. Und dann kommen wir im Grunde schon an das erste Problem. Und das ist aber so die Phase, die ich auch hatte in verschiedenen Bereichen. Ich sage, ey, ich habe irgendwie was gemeistert. Jetzt will ich das anderen Leuten zeigen. Und wo die häufigste Bauchlandung passiert, ist, dass das aus der Intention gemacht wird, dass man Freiheit erreichen will. Das heißt, man denkt sich, hey, ich sitze jetzt zum Beispiel in einer Anstellung, ich sitze in einem 9-to-5-Job oder ich sitze, keine Ahnung, in einem Halbtagsjob, wie auch immer. Ich muss mal einen Schluck trinken kurz. Da sitze ich jetzt drin und ich bin da irgendwie nicht so richtig happy. Egal, was es jetzt erstmal ist, ne? Also Job macht keinen Bock, Kollegen sind scheiße, Pendeln nervt, im Büro sitzen nervt, Arbeitszeiten nerven, egal, ne? Ich habe zu wenig Zeit für Family, Geld ist zu wenig. Also die Gründe sind erstmal völlig egal. Hups, sorry, jetzt habe ich hier gegen mein Mikro gehauen. Ich hoffe, das war nicht zu laut für dich. Also die Gründe sind erstmal völlig egal. Aber diese Momente sind oft dann, wo man denkt so, ja, okay, ich will hier raus. Ne? Oftmals ja draußen so als Hamsterrad bezeichnen. Und jetzt will ich da raus. Und hab so einen Moment, wo ich sage, da draußen wird ja so eine große Meinung propagiert, mach dich selbstständig, weil das ist die Lösung für diese Freiheiten. Und dann passiert genau dieser Punkt, den ich selber mehrfach erlebt habe, dass man denkt, eine Selbstständigkeit ist so ein easy exit
aus der momentanen Situation? Dass man sagt, okay, geil, ich überlege mir irgendwie ein Thema oder wie in dem Abnehmbeispiel, ich habe selber eine Transformation, ich will es jetzt anderen Leuten zeigen und so weiter. Und dann lege ich los und merke, holy shit, weil dann muss ich alles lernen. Das heißt, ich muss sowieso lernen zu verkaufen. Also das ist das A und O, das Wichtigste, sonst verdiene ich sowieso kein Geld. Dann muss ich noch lernen, wie man Marketing macht. Ich muss lernen, wie man ein Produkt entwickelt. Ich muss lernen, wie man irgendwie technisch überhaupt das Ganze baut. Ich muss lernen, wie man irgendwie Reichweite generiert. Oder wenn ich keine Reichweite organisch, nennt man das ja, generieren will, dann muss ich lernen, wie ich bezahlte Werbeanzeigen schalte. Verbrennen also sehr, sehr viel Geld jeden Tag direkt. Muss dann lernen, wie man nachher irgendwie Prozesse baut und so weiter. Steuern, Gewerbe, bla bla bla. You name it. Unendliche Liste an Sachen, die ich meistern muss. Und dann kommt oft dieser Frustmoment, wo man merkt, okay, scheiße, ich wollte mich selbstständig machen, um frei zu werden, um mehr Zeit zu haben, mehr Geld zu haben und so weiter. Stell aber fest, im Alltag, ich habe eigentlich weniger Zeit als vorher. Es ist völlig gestört viel. Es sind 100 neue Themen. Ich bin maximal gestresst. Ich verdiene kein bisschen Geld mehr, sondern wahrscheinlich erstmal eher weniger, weil ich jetzt irgendwie Werbung, ich muss Tools kaufen und so weiter. Und viele, viele Coachings, die du buchen musst aus meiner Sicht, um das vor allen Dingen irgendwie vom Tempo her zu beschleunigen. Das heißt, in allen Bereichen bist du ja fast blauäugig. Das heißt, du musst alles lernen, alle Varianten, Marketing, Webdesign, bla bla bla. Muss alles irgendwie stimmen. Und dann merkt man, okay, und irgendwie von zeitlicher Flexibilität, örtlicher Freiheit und ein bisschen mehr Geld bin ich sehr, sehr weit entfernt. Und den Punkt, den hatte ich zum Beispiel auch, dass ich gemerkt habe, okay, ich habe mir immer wieder versucht, was Eigenes aufzubauen. Manchmal hat das gar nicht funktioniert, manchmal irgendwie so ein bisschen, aber es hat halt nicht dafür gesorgt, die Freiheiten zu erreichen. Und jetzt kommt der springende Punkt. Und das ist vielleicht bei dir nicht unbedingt so, aber ich will die Frage auch beantworten, weil sie mir oft gestellt wird. Bei mir war das so. Jetzt habe ich gesagt, hey, Online-Sales-Beratung ist für mich anscheinend erstmal temporär die Lösung. Weil worum ging es mir? Mir ging es darum, erstmal örtlich flexibel zu werden. Ich war damals ja im klassischen Bürojob, wollte ich weg. Ich wollte nicht mehr, dass mir jemand sagt, wann ich wo sein will. Ich wollte zeitlich flexibler sein. Das heißt, ich wollte selber entscheiden, arbeite ich jetzt 3, 4, 5 Stunden am Tag. Ich wollte nicht, dass ich wie damals beim Konzern, wie so eine Stechuhr musste ich da machen. Wenn ich gekommen bin zur Arbeit, dann musste ich da ich bin da drücken, dann wurde die Zeit erfasst. Und wenn ich gegangen bin, musste ich auf Gehen drücken und daraus ergab sich meine Arbeitszeit und dann gab sich irgendwie so ein Minus oder ein Plus am Ende der Woche. Ne? Also da hat jemand so geguckt, so, oh, ist ja auch genug da. Völlig kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen, dass es sowas noch gibt. Aber das heißt, ich war zeitlich nicht flexibel und ich hatte einen sehr emotionalen Anspruch mit meiner Familie und meinem Sohn, der dann ja auf der Welt war, wo ich gedacht habe, ey, ich will viel Zeit mit dem verbringen. Ich will nicht irgendwie ein Vater sein, der um 17 Uhr nach Hause kommt oder um 16 Uhr. Was ist denn das für ein Scheiß? So, das heißt, den Part wollte ich befriedigen und ich habe so den finanziellen Anspruch gedacht, dass ich gedacht habe, so okay, ein bisschen mehr Geld verdienen wäre schon nice. Ich hatte bei der Telekom, glaube ich, zuletzt ein Gehalt von knapp irgendwie 3.000 Euro netto oder sowas. Und habe gedacht, so ja, so ein bisschen mehr Geld verdienen wäre schon nice. Also 5, 6, 7, auch mal 10.000 Euro hatte ich auch mal so im Kopf. Das wollte ich einfach alles mal verdienen. Und da habe ich gedacht, okay, wenn Online-Sales-Beratung mich dahin bringen kann, ne, das passiert ja auch nicht an einem Tag, aber wenn mich die Online-Sales-Beratung dahin bringen kann, das erstmal zu erreichen, dann ist das für mich der sinnvollste Schritt, um das erste Teilziel zu erreichen. Weil, und jetzt kommt der springende Punkt, für alle, die intern so denken, oh, ich will mich auch irgendwann mal selbstständig machen, Unternehmen aufbauen, irgendwas mal machen. Jetzt kommt der springende Punkt. Weil ich gedacht habe, wenn ich mir mal ein Unternehmen aufbaue, wenn ich mal wirklich mir was Eigenes erschaffe, dann muss es für mich von einer einfacheren Stufe aus passieren. Das heißt, musst dir ja vorstellen, Szenario A, was ich gerade beschrieben habe, du bist im Voll- oder Teilzeitjob, willst dir nebenbei was aufbauen, musst 1000 Themen neu lernen und so weiter. Alles ist stressig, zeitintensiv und so weiter. Und die andere Perspektive ist, hey, wenn ich schon örtlich, zeitlich und finanziell frei bin, dann gründet sich eine Selbstständigkeit wahrscheinlich viel leichter. Ist ja logisch, weil A, habe ich viel mehr Zeit. Also ne, ich hänge nicht mehr in irgendwelchen festen Rahmen. Ich bin schon örtlich frei. Ich habe vielleicht auch die finanziellen Mittel aufgebaut, um mir sehr schnell bestimmte Coachings, Weiterbildungen und Services leisten zu können, um viel, viel schneller zu sein und nicht alles selber zu machen. Ich habe wahrscheinlich die finanziellen Mittel, um mir direkt ein Team aufzubauen, sodass ich nicht irgendwie alles alleine machen muss. Das heißt, der logische Schritt ist erstmal, an den Freiheiten zu arbeiten und dann mich selber zu verwirklichen. Und das ist exakt das, was ich getan habe und das ist exakt das, was ich
jedem einzelnen Menschen da draußen empfehlen würde. Das heißt, sich erstmal darum zu kümmern, mit einer einzigen Fähigkeit, angeheftet quasi an andere Businesses, mit einer einzigen Fähigkeit erstmal dafür zu sorgen, dass das Geld passt, dass die Zeit passt und dass die örtliche Freiheit passt. Ne? Will ja auch nicht jeder. Also ich will jetzt auch nicht jedem sagen, örtlich frei ist das super, super Ziel. Ne? Also wer jetzt zum Beispiel sich einfach wohlfühlt in einem Büro, dem würde ich auch empfehlen, wenn es die Online-Sales-Beratung gibt, gibt es ja auch viele AuftraggeberInnen, die zum Beispiel gerne Leute vor Ort einstellen. Kann auch geil sein. Ne? Also ich sag mal so, ich bin auch kein Bürogegner, wenn ich jetzt einen coolen Job hätte, wo ich sage, ey, ich kann mir die Zeit relativ flexibel einteilen und ich verdiene richtig gutes Geld und das Team ist aber cool und wenn ich da morgens ins Büro komme, ist die Energie geil, weil alle was Geiles machen, hätte ich damit auch kein Problem. Ne? Also ich persönlich bin überhaupt gar kein Typ, der ortsunabhängig sein muss. Für mich war es damals nur so, ich wollte aus diesem Büro raus, weil ich dachte mir, ich will da nicht mehr sein, weil auch der Rest nicht passte. Ne? Also die Arbeit hat mir nicht wirklich Spaß gemacht und ich hatte einfach einen zu großen Drang, mich selber zu verwirklichen und an meinen eigenen Freiheiten zu arbeiten. Aber wie gesagt, sei es drum, das ist so der smarteste Schritt, den ich immer empfehlen würde. Das heißt, erstmal zu sagen, hey, ich baue mir erstmal das Fundament auf, von dem es dann viel, viel leichter ist, den nächsten Schritt zu gehen. Und für mich war es damals so, dass ich ja vorher schon versucht habe, mich selbstständig zu machen in ganz vielen Bereichen. Habe es auch teilweise geschafft, mal so 20.000, 30.000 Euro im Monat zu verdienen. Aber trotzdem war das nicht so der durchschlagende Erfolg, wo ich gesagt habe, das ist jetzt irgendwie so der Weg, wie ich es mir vorstelle. Und durch die Online-Sales-Beratung bin ich in der Lage gewesen, finanziell, zeitlich und örtlich einen Status quo zu haben, wo ich gesagt habe, ey, ich habe jetzt finanzielle Mittel, ich habe Zeit, ich bin frei. Das heißt, es gründet sich viel, viel leichter aus meiner Expertise heraus, ein Unternehmen aufzubauen. Das heißt, ich war in der Lage zum Beispiel sofort in so einer Hausnummer von 30.000, 40.000 Euro mir Coachings und Begleitungen zu kaufen, um ein Unternehmen viel schneller aufzubauen. Ich war sofort in der Lage, ein Team aufzubauen, MitarbeiterInnen einzustellen und so weiter, um zu sagen, Alter, jetzt machen wir das richtig. Und das ist im Grunde das, wie es bei mir war, was auch der Grund war, warum ich damit aufgehört habe. Weil ich natürlich immer den Anspruch hatte, ich habe den nie verloren, mein eigenes Ding zu machen. Und ich habe immer gefühlt so, ich möchte mehr, ich möchte größer. Das möchte übrigens auch nicht jeder. Ich will das auch keinem andichten. Ne? Wenn du dir denkst, ach du Scheiße, ey, irgendwie Mitarbeiter einstellen, ein Team führen und irgendwie Geschäftsführer werden und da haften für riesige Dinge und so weiter. Das will ich alles gar nicht, musst du auch nicht. Das ist überhaupt nicht das Endziel ist. Ich will dir nur sagen, wenn du jemand bist, der sagt, hey, ich habe Bock, mich irgendwie selbstständig zu machen, mein eigenes Ding, mich selber zu verwirklichen, ein eigenes Thema, eine eigene Dienstleistung, ein eigenes Produkt und so weiter, dann behalt dir dieses Feuer. Das darf nämlich da bleiben. Dann kann Online-Sales-Beratung für dich halt der erste Weg zum Ziel sein, dieses erste Teilziel, um erstmal Freiheiten zu erreichen, von denen sich dann deine Selbstverwirklichung und dein Business viel einfacher gründen lässt. Und das ist der Grund, warum ich es so gemacht habe und warum ich es jetzt quasi nicht mehr so gemacht habe, dass ich sage, ich mache weiterhin einfach Verkaufsgespräche für andere 4-5 Stunden am Tag und bin damit happy, weil ich da langfristig nicht happy mit gewesen wäre, weil ich auch vorher schon gesagt habe, ich will irgendwann meine eigene Firma, mein eigenes Unternehmen gründen und will Größeres machen. Ich will viel, viel, viel Größeres erreichen für andere Menschen, mehr Impact haben, mehr Menschen weiterhelfen und so weiter. Und diesen Willen, wenn du den auch hast, dann behalt dir den, nur sei smart. Das ist work smart, not hard. Überleg dir, was ist der schnellste Weg, ich sag mal so, das ist ja der schnellste Umweg zum Ziel sozusagen. Und das kann ich wirklich einfach nur jedem empfehlen, der oder die irgendwie so in sich trägt, so ich will mich auch mal selbstständig machen und so weiter. Ist eine smarte Idee, aber ich würde es nie als ersten Schritt machen. Das ist würde ich nie wieder machen. Ich würde es jederzeit so machen wie jetzt und kann das einfach nur wärmstens empfehlen. So, ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen vielleicht einen Perspektivwechsel geben oder ich konnte dir ein bisschen Insights geben. Warum es bei mir so war und B, vor allen Dingen hoffe ich, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest und dich auch inspiriert und motiviert fühlst, selbst wenn du sagst, ich will mich mal selbstständig machen, ich will mein eigenes Business, mein eigenes Coaching-Business und sowas aufbauen, dass du dann vielleicht für dich nochmal eincheckst, ob du wirklich den harten Weg gehen willst oder ob du, also Online-Sales-Beratung ist auch kein leichter Weg, ne? Das ist auch ein vernünftiger Job, du musst es erstmal vernünftig lernen, da wirst du auch erstmal in dich investieren, Zeit, Energie. Es ist auch nicht so, dass wir hier irgendwie eine Woche irgendwas lernen und dann gibt es irgendwie passives Einkommen oder so ein Scam-Shit. Aber trotzdem natürlich aus meiner Sicht der viel smartere Weg.
Und wenn du dich selbstständig machen möchtest und vielleicht so an deinen eigenen Themen irgendwie dran bist und da einen großen Traum hast, träum den weiter. Und vielleicht konnte ich dich ein bisschen inspirieren, einfach ein bisschen die Richtung zu wechseln oder einen kleinen Zwischenstopp einzulegen, eine kleine Pause an der Raststätte zu machen bei einer langen Reise. Das ist auf jeden Fall eine smarte Idee. Also, wir sehen und hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, wenn du Bock hast, mit uns mal zu quatschen, ob Online-Sales-Beratung für dich richtig ist. Also, du kannst uns ja mal sagen, wo du stehst. Das weiß ich ja jetzt nicht. Ich rede ja hier quasi in so ein Internet rein. Und wenn du möchtest, dass wir uns mal zusammen an einen virtuellen Tisch setzen, in so einem Zoom-Call eine Stunde, das machen wir nämlich sehr, sehr gerne. Das heißt, wir gucken mal so ein bisschen in deine individuelle Situation. Was willst du? Was willst du auch später mal? Wo stehst du jetzt? Was sind die Herausforderungen? Was hast du vielleicht schon probiert? Und mal so ein bisschen Guidance von uns haben willst. Das heißt, wie kann Online-Sales-Beratung vielleicht für dich ein Weg sein? Wir sagen dir übrigens auch immer, wenn es nicht passt. Aber wenn du einen Schritt-für-Schritt-Plan haben willst, wie du vielleicht von da, wo du jetzt bist, dahin kommst, wo du hinkommen willst, dann machen wir das sehr, sehr gerne. Kannst du einfach auf www.onlinesales.de/Bewerbung gehen, www.onlinesales.de/Bewerbung. Dann kannst du dich kurz eintragen und dann sprechen wir einfach miteinander. Das tut nicht weh, das wird vor allen Dingen dich einfach nur weiterbringen. Also insofern, wenn du darauf Bock hast, melde dich einfach, wir quatschen miteinander, gucken, wo wir dich abholen können, wo wir dich hinbringen können, ob, wie und ja oder nein. Also onlinesales.de/Bewerbung und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin.